Immer wieder gibt es im Leben Situationen, die unser Verständnis und unsere Wahrnehmung maßgeblich beeinflussen. Verantwortlich hierfür ist der Primacy- und der Recency-Effekt. In dem Video erkläre ich dir zum einen den Primacy-Effekt, nenne dir Beispiele und zum anderen erkläre ich dir den Recency-Effekt anhand verschiedener Beispiele. Los geht's! Der Primacy-Recency-Effekt unterteilt sich in zwei psychologische Gedächtnisphänomene, den Primacy-Effekt und den Recency-Effekt. Was versteht man unter dem Primacy-Effekt? Der Primacy-Effekt beschreibt das Phänomen, dass die ersten Eindrücke und Informationen eines Menschen effektiver wahrgenommen werden als später eingehende Informationen. Der Primacy-Effekt kann daher auch als Primäreffekt bezeichnet werden. Früher eingehende Informationen haben einen stärkeren Einfluss auf die Meinungsbildung als später eingehende Informationen. Hast du dich jemals gefragt, warum der erste Eindruck so nachhaltig ist oder warum sich der letzte Moment eines Lernprozesses oft bei dir festsetzt? Vor allem tritt der Primacy-Effekt im sozialen Kontext auf, bedeutet im zwischenmenschlichen Miteinander. Hier einige Beispiele des Primacy-Effekts. Eingewöhnung neuer Kinder in der Gruppe. Wenn ein neues Kind in die Gruppe kommt, ist der erste Eindruck entscheidend für die Integration. Ein empathisches Aufnehmen und eine herzliche Begrüßung können Ängste und Sorgen nehmen und den Start erleichtern. Der erste Eindruck wird sich beim Kind stark einprägen und das erste Fundament ist für den Beziehungsaufbau gesetzt. Gestaltung und Wissensvermittlung pädagogischer Aktivitäten. Wenn Kinder in pädagogischen Aktivitäten neue Lerninhalte vermittelt bekommen, ist der Primacy-Effekt relevant. Ein spannender und ansprechender erster Einstieg kann das Interesse der Kinder wecken und ihre Motivation für das Lernen steigern. Der erste Eindruck von Lehrern. Wenn Kinder zu Beginn des Schuljahres einen positiven ersten Eindruck von ihren Lehrkräften erhalten, behalten sie möglicherweise ihre positive Meinung während des gesamten Schuljahres bei. Ein freundliches und unterstützendes Auftreten kann die Lernatmosphäre nachhaltig prägen. Einführung neuer Regeln. Wenn du als Erzieherin neue Regeln einführen möchtest, ist es wichtig, einen positiven und klaren ersten Eindruck zu vermitteln. Ein interessantes Erklären kann dazu führen, dass die Regeln eher akzeptiert und befolgt werden. Was versteht man unter dem Recency-Effekt? Der Recency-Effekt beschreibt das Phänomen, dass zuletzt erhaltene Eindrücke und Informationen gegenüber früher eingehenden Informationen dominieren. Zuletzt erhaltene Informationen haben daher einen stärkeren Einfluss auf die Meinungsbildung als zuvor eingehende Informationen, das Gegenteil des Primacy-Effekts. Allerdings ergänzen sich beide Effekte, da sowohl der erste und der letzte Eindruck im Gedächtnis verankert sind. Der Recency-Effekt tritt deutlich seltener auf, der Primacy-Effekt ist oft etwas stärker als der Recency-Effekt. Hier einige Beispiele des Recency-Effekts. Verhalten in der Gruppe. Das Verhalten eines Kindes am Ende des Tages kann einen stärkeren Eindruck hinterlassen als das Verhalten zu Beginn des Tages. Beispielsweise ist Tim am Ende des Tages besonders kooperativ, wodurch der Gesamteindruck des Tages positiv beeinflusst wird. Die Abschlussfeier der Vorschulkinder. Eine gelungene Abschlussfeier kann den Eindruck der gesamten Kita-Zeit prägen. Schulleistungen. Wenn Tim regelmäßig gute Noten schreibt, welche sich gegen Ende des Jahres verschlechtern, so besteht die Gefahr, dass die nachgelassenen Leistungen stärker gewichtet werden. So kann der Recency-Effekt die Gesamteinschätzung des Lehrers beeinflussen. Zusammenfassung. Der Primacy-Effekt beschreibt das psychologische Phänomen, dass sich Menschen an die ersten Eindrücke und Informationen besser erinnern als an später eingehende Informationen, wodurch die ersten Informationen einen stärkeren Einfluss auf die Wahrnehmung haben. Der Primacy-Effekt
tritt vor allem im zwischenmenschlichen Miteinander auf. Deshalb ist es zu Beginn besonders wichtig, klare, positive und unterstützende Signale zu vermitteln. Dadurch entsteht eine angenehme Atmosphäre, wodurch zum Beispiel die Entwicklung einer guten Beziehung zwischen den Erziehern und Kindern gefördert werden kann. Der Recency-Effekt beschreibt das psychologische Phänomen, dass sowohl erste und letzte Eindrücke und Informationen im Gedächtnis verankert sind. Die Besonderheit beim Recency-Effekt liegt am Ende von Situationen. Deshalb ist es am Ende besonders wichtig, auf positive Ereignisse zu achten. Dadurch wird zu einem positiven Abschluss beigetragen. Zum Beispiel kann der Recency-Effekt in der Erzieherausbildung darauf hindeuten, dass abschließende Veranstaltungen oder Bewertungen einen starken Einfluss auf den Gesamteindruck der Ausbildung haben könnten. Der Primacy- und Recency-Effekt haben aufgrund ihrer Definition Unterschiede sowie jeweils Vor- und Nachteile. Was darunter fällt, findest du im Video Primacy-Effekt versus Recency-Effekt. Bis zum nächsten Mal.